Guck mal hier, schon wieder die TARDIS. Ich glaube, der Doktor verfolgt mich. Und alle, die den Doktor nicht kennen, schämt euch. Ach so. Ach, muss ich den nicht irgendwie abbrennen, abfackeln? Nö, Leiche? Benutzt den Banner. Benutzt den Banner. Wo ist denn der Banner? Missionsgegenstände. Banner, 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 Banner. Ach, benutzt den Brenner. Nicht den Banner. Was ist denn los? Wie nah soll ich denn noch ran? Da brenne ich ja fast mit. Ah, jetzt. Was? Wo denn? Der Attentäter der Flamme. Na, Täter? Atten? Los, werde ich. Mach mal was. Ach, toll. Da ist ein toller Versteck. Spiel. Spielzeug. Versteckt. Verstecktes Spielzeug. Spielzeug. Eigentlich wollte ich sagen, sich zu verstecken und dann vor dem Typen wieder aufzutauchen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Intelligenz zu tun oder mit Überlegenheit. Was will der denn von mir? Hör ab, Mann. Los, gib mir eine Bonusquest. Ah, toll. Ja, echt. Erst mich angreifen und mir dann nicht mal eine Bonusquest gönnen. Wo müssen wir überhaupt lang? Ich glaube, da lang. Wackel, 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 wackel. Ich der Wackel, du der Wackel, 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 wackel. Sind wir hier richtig? Links, rechts. Und dann geradeaus. Alles klar. Oh ja, total gefährlich. Wow. Der Drehwerk macht sich gleich voll in die Hose. Weil das nämlich voll interessant, spannend und böse ausgehen kann. Nicht. Guten Tag. Post? Wieso habe ich Post? Er schickt mir Post. Seid ihr bekloppt? Schickt mir keine Post. Die Falle ist entschärft. Yep. Ihr habt ihr die Aufzeichnung. Alles klar. Lasst mal sehen. Diese verfluchten Rebellen. Die Flamme plant einen Überfall auf Admiral Jeff und Ange. Das darf er nicht erfahren. Ich sollte doch... Was genau soll ich nicht erfahren? Admiral Jeff und... Sir, ich bitte um Verzeihung. Das hier ist... Ich weiß, wer ihr seid. Wir fühlen uns geehrt, dass jemand von eurem Format uns hier auf Nar Shaddaa unterstützt. Seid ihr eher als Agentin Mardel bereit, mir zu verraten, welcher Drohung wir gegenüberstehen? Steckt die Flamme dahinter? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was er gegen euch persönlich haben könnte? Die Flamme weiß bestimmt, dass ich mit den Hutten kommuniziert habe. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass das Imperium Geschäfte im Wert von Milliarden Credits aus Nar Shaddaa abziehen wird, wenn Sie den Aufstand nicht unterdrücken können. Und werden Sie dem zustimmen? Ich dachte, die Hutten seien neutral. Sie dürfen sich gern für neutral erklären, solange Sie unsere Pläne nicht durchkreuzen. Ich lade euch ein, dabei zu sein, wenn ich mich mit den Hutten treffe. Eure Taten haben das Kartell schwer beeindruckt. Ich bin nicht dein Schoßhund. Als Sith bestimme ich, wo es lang geht. Ich meinte das als Absprache zwischen Gleichgestellten. Die Hutten haben Respekt vor euch. Wenn ihr Interesse habt, würde ich vorschlagen, dass ihr zuerst alle Rebellen, die möglicherweise auf der Lauer liegen, findet und unschädlich macht. Ich gehe bald zu meinem Treffen und hoffe, euch dort zu sehen. So wie ich Admiral Jeffin kenne, würde ich euch raten, jetzt zu gehen. Er erwartet sicher, dass der Weg zum Treffpunkt frei ist, bevor er aufbricht. Ist mir doch egal, was er erwartet. Kann er doch warten, bis der Fluss rot ist oder so. Oder irgendeinen anderen blöden Spruch. Tch, unglaublich.
erwartet das? Haben wir hier irgendwo... Haben wir nicht? Kein Postkasten in der Nähe? Ach ja, gut, dann gehen wir erstmal zur Flamme. Auch wenn ich wissen will, was in der Post ist. Das ist bestimmt wieder irgendein Blödmann, der mir Credit schenkt und sagt Danke. Danke. Irgendwie so weit. Da müssen wir lang. So. Ja, ja. Achso. Ja, genau. Wow. Oh, guck mal. Bonusquest. Hallo? Steht daneben und macht nichts. Was soll das immer? Hä? Was? Wer? Willst denn du? Kriegst du Gold dafür? Dann hat man dich beschissen. Blöder Roboter. Wackel, 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 wackel. Zählt der auch? Ich weiß gar nicht, welche jetzt zielen. Die Siegestreitkräfte der Flamme. Ja gut, die zählen ja dann alle. Dann können wir auch alle hauen. Aber 12 Stück sind... 12 Stück sind jetzt auch nicht so viel. Hallo! Freunde! Habt ihr Spaß? So. Den nehmen wir auch noch mit. Ist ja jetzt kein Ding. Okay. Okay. Aua. Irgendwas hat mich gerade in die Seite gepiekst. Und es ist kein Mensch hier. Wollt ihr mir das Sorgen machen? Ich weiß nicht. Ach, den wollte ich doch gar nicht angreifen. Hey du. Hallo. Okay. Das war einfach. Noch eine Runde husten. Denn der Husten muss doch pusten, bis er sich ausvermustet. Und er hustet. So. Nehmen wir das mit. Ist ja der Hit. Begib dich zum Treffpunkt. Ich frage mich gerade, es hieß doch, wir sollen die Straße frei machen. Und das war alles? Na ja, gut. Was ist denn hier los? Ich denke, ich soll die Straße frei machen. Wie kann denn der schon hier sein? Na ja, gut. Das ist nicht euer Kampf. Ihr wart keiner der Sith, die auf meine Welt kamen, um sie zu zerstören. Der Admiral hat den Überfall geleitet. Und der Admiral wird dafür sterben. Was? Nein, wieder nicht. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. Dann heißt ihr diese Gräueltaten also gut? Ich bin Gendai. Mein Volk hatte eurem Imperium nichts getan, als es überfallen wurde. Sie haben unsere Welt zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet oder als Sklaven verkauft. Tatsächlich wurde jede hier vertretene Spezies grundlos von eurem Imperium angegriffen. Er ist ein Terrorist. Er hat eine Armee gegen das Imperium aufgestellt. Vernichtet ihn. Ja, tschö. Wer sich gegen das Imperium stellt, hat kein Recht zu leben. Ihr habt bereits erfahren, dass ich nicht so leicht sterbe. Ihr habt vergessen, dass ich auf eurer Welt war. Ich kenne das Geheimnis eures Volkes. Gendai haben kein Herz und kein Gehirn, das versagen könnte. Man kann sie nur töten, indem man ihren Körper zerstückelt und verstreut. Aber wir haben doch schon milliardenfach bewiesen, dass ihr nicht unsterblich seid. Stimmt's, Gendai? Wie viele von euch konnten damals davonkriechen? 2? Oder gar 10? Tötet ihn! Tötet sie alle! Ist schon ein bisschen gemein.
Aua. Aua. Also wie gesagt, ist schon ein bisschen gemein. Aber, naja gut, wir spielen nun mal nicht die gute Seite, sondern die bösen Besatzer. Gehört sowas dazu. Gut, man kann die natürlich auch alle gut spielen, aber tun wir ja in diesem Falle nicht. So. Es war mir ein Glück und eine Ehre, dass ihr hier wart. Ich rufe Agentin Madel an und erzähle ihr, was passiert ist. Den vollen Bericht solltet ihr dann liefern. Meine Leute und ich bleiben hier, um sicherzustellen, dass die Leiche des Gendai vernichtet wird. Wir haben diesen Krieg gewonnen. Ohne ihn dürfte der Aufstand der Fremdlinge sich schnell erledigt haben. Agentin Madel wird sich dann schon um den letzten Widerstand kümmern. Habt Dank für eure Dienste. Zu euren Diensten. So, dann werden wir zurück zu dem Madel. Zurück zu den Madel. Können wir hier? Ne, können wir nicht. Obwohl, wir wollten ja eigentlich... Ja, wirklich böse spielen wir ja die ganze Zeit nicht. Ich nehme ja einfach irgendwelche Antworten. Ich sehe ja nicht, ob das gut, böse oder sonst irgendwas ist. Aber man kann sich's ja bei einigen Antworten sogar denken. Dass die jetzt nicht unbedingt aus reinem Herzen kommt. Und wegen Nächstenliebe und so. Bla, Gedöns. Wir sind böse. Nur böse. Hüpf. 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 Dit. So, Madel. Ich habe gerade eine Nachricht von Admiral Jeffend erhalten. Gut, ne? Er sagt, die Flamme sei tot und der Aufstand ins Chaos gestürzt. Alles dank euch. Jo, dank mir, genau. Es gibt keine Herausforderung, die ich nicht meistern kann. Euren Ruf habt ihr zu Recht. Könntet ihr eine weitere Aufgabe für uns erledigen? General Colvin vom Imperialen Bergungsdienst hat mir eine Nachricht geschickt. Er dankt euch für alles, was ihr getan habt und glaubt, ihr könntet vielleicht ein Geheimnis aufdecken, dem das Imperium schon seit Jahrzehnten auf der Spur ist. Ist dem so. Na dann. Müssen wir denn hier irgendwo noch hin? Nö. Hier sind wir fertig. Dann fliegen wir noch zum anderen Sektor. Und dann machen wir auch schon eine kleine Aufnahmepause. Damit ich die neuen Folgen vorbereiten kann. Damit ihr dann endlich auch wieder Folgen mit Sound habt. Ja. Welchen Sektor müssen wir denn als nächstes? Ach komm, Fahrstuhl. Hättest ja mal eben 2 Sekunden warten können. Oder? Los, hoch. Bewege er sich. La Plattform. Hä? Wieso habe ich das denn jetzt nochmal entdeckt? Muss ich auch nicht verstehen. Schattensyndikat. Wer das lesen möchte, kann sich das hier eben durchlesen. Aber ich denke mal, die meisten von euch kennen das schon. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ja. Und deswegen fliegen wir dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Das ist sehr gütig von dir. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch ein paar Kartellmünzen, die wir ausgeben können. Lichtschwert. Lichtschwört. Schwört. Aha. Was für ein Ding? Ein Vielreiser-Basispaket. Okay. Freischaltung, Kleidungsslot, bla bla, Frachtrampe, bla bla. Togruta. Genau, so heißen die. Oder heißen die Togruta? Ja, ja, zumindest die meinte ich vorhin. Da könnte man sich ja so ein Quizzer machen.
sofern das überhaupt Leute sehen wollen. Von einer Person weiß ich's, aber ob ich direkt danach schon damit anfange, sei mal dahingestellt. Hui! Bitte landen Sie jetzt. Ich danke Ihnen für Ihre Fahrt hier in den neuen Sektor. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, Woggel, Woggel. Da müssen wir hin. Dann laufen wir da noch eben hin. Und dann machen wir eine Aufnahmepause. Pause. Per se. Dülülülülüt. Dülülülüt. Dülülülüt. Wir laufen hier lang, wir laufen hier lang, denn wir laufen immer sang und klang. Ich nehme die Quest jetzt noch nicht an, dann können wir die nämlich als erstes in der nächsten Aufnahme annehmen. Dann wissen wir auch noch, worum es geht. Und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Star Wars The Old Republic mit mir, dem Drehwerk. Lasst mir einen Daumen da, dann würdet ihr mich damit unterstützen und mit einem Kommentar ebenfalls. Und dann geht es bald weiter mit Darth Drehwerk. Hier ist ein blödes Licht. Ich war gerade überlegen, ob ich hier noch einen schicken neuen Screenshot machen kann für Thumbnail. Aber das ist hier so bläulich. Sieht ja aus, als wenn er krank wäre. Jetzt steht Quinn Eichenschild mir im Weg. Wie kann ich denn... Moment. Moment. Interface. Interface ausblenden. Bla 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 bla. Wo haben wir denn hier das Interface ausblenden? Sammeln, Allianzen... Inventar, bla bla, ja ja, Chatfenster, was? Warum steht das denn hier nicht mit drinne? Verschiedenes, Sound, Screenshot. Da, U, auch U, ja, hätte ich mir ja nicht denken können. Dann machen wir hier nämlich noch ein schickes Screenshot. Machen wir erstmal das aus. So, dann können wir ihn nämlich schön in der Thumbnail einbauen, oder ist das besser, wenn wir das von der Seite machen? So. Das Licht ist natürlich so ein bisschen... Sieht aus, als wenn ihm schlecht wäre. Naja, gut. Einmal Druck. Alles klar. Okay. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.